Every day I'm shuffling. Moin moin, liebe Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge von Skyblock. Ja, und ich habe mir überlegt, wir brauchen noch ein bisschen Stone. Und ich sehe gerade, dass wir hier und da breiter sind. Also wir gehen hier sozusagen so. Ah ja, okay. Ich würde halt gerne hier noch so eine Art Rand machen. Das heißt, ich muss hier einmal noch komplett lang ziehen, dann haben wir es aber nicht mehr symmetrisch. Verdammt. Also ich müsste eigentlich den hier einen breiter machen. Ja, wie dem auch sei, ist es halt nicht ganz symmetrisch. Ziehe ich hier den... Mach den einmal komplett hier einen breiter. Oder ich... Ich weiß nicht. Ich wollte auf jeden Fall hier noch eine Umrandung so rumbauen. Und dafür müssen wir erstmal ein bisschen Cobbles abbauen. Und dabei kann ich ein bisschen erzählen. Also, ich hatte ja einen Vorschlag bekommen. Ich könnte ja über die Bundesliga ein bisschen erzählen. Und da steht ja jetzt bald was Interessantes an. Ich glaube, am 12.8. müsste das sein. Der Supercup steht an. Und ja, da treffen Bayern München auf Borussia Dortmund. Und die Bayern spielen zu Hause. Was natürlich ein großer Vorteil sein kann, wenn man eben daheim ist. Aber vielleicht auch nicht. Also wir wissen, Bayern hat in letzter Zeit, ich bin mir nicht ganz sicher, glaube ich, kein einziges Spiel gegen Dortmund gewonnen. Wisst ihr vielleicht irgendwie da was Genaues? Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall wäre es jetzt mal sozusagen an der Zeit, da die Abrechnung zu machen. Und zu entscheiden, wer jetzt hier der Supercup und Ultralord und so weiter ist. Bayern hat ja natürlich schon oft jetzt gegen Dortmund verloren in letzter Zeit. Und ich habe mir das mal angeguckt. Die Rekordgewinner des Supercups sind Bayern München. Die haben 87, 90 und 2010 gewonnen. Werder Bremen hat 88, 93, 94 gewonnen. Und Borussia Dortmund 89, 95, 96. 89, 95, 96. Das heißt, zwischen den dreien, Bremen, Dortmund und Bayern, ist sozusagen ein Gleichstand an Supercup-Siegen. Und ja, mit einem Sieg könnten die Bayern jetzt sozusagen nochmal zeigen, dass sie es doch drauf haben und damit erstmal in Führung gehen mit den Anzahl an Titeln des Supercups. Gucken wir nochmal kurz hier rein. Zack, habe ich alles? Oh, da liegt noch einer. Ja, was steht denn hier eigentlich noch Interessantes? Also von 87 bis 96 und seit 2010 wird der Supercup offiziell zwischen dem Meister und dem Pokalsieger ausgetragen. Jetzt also zum 13. Mal. Der Supercup wurde bisher 12 Mal offiziell ausgetragen, dabei hatten meistens die jeweiligen Meister die Nase vorne, gewannen 9 Wettbewerbe. Die Pokalsieger, zum Beispiel, beziehungsweise der unterlegene Finalist oder der Vizemeister, behielten nur 3 Mal die Oberhand. Dortmund hatte das Double doch geholt, ne? Oder war es nicht so? Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern an die letzte Saison. Obwohl das eigentlich gar nicht so lange her ist, aber mein modriges Gehirn verliert dann doch jede Menge Informationen. Wäre natürlich jetzt interessant, ob sie das dann tatsächlich jetzt schaffen können, die Bayern. Was denkt ihr? Bayern oder Dortmund? Wer gewinnt? Wen favorisiert ihr? Es ist ja oftmals so, dass hier die Bayern-Fans generell als, wie nennt sich das? Das war unter dem ein Video mit Gambellos, als Erfolgsfans natürlich bezeichnet werden. Aber ich weiß nicht, also jede Mannschaft, also es ist doch immer, also es gibt da eigentlich immer, die Fans kommen doch eigentlich immer dazu, wenn eine Mannschaft Erfolg hat. Wenn eine Mannschaft keine Erfolge hat, dann hört man auch nichts von der Mannschaft wirklich. Also nicht aus, ist vielleicht die Heimmannschaft oder so, aber ansonsten gewinnt man ja auch selten Fans dazu. Also genauso wird es auch jetzt bei Dortmund oder sonstigen Mannschaften auch Heimfans, sei schon, Erfolgsfans sein, aber ja, ich weiß nicht, ob man sich immer als unbedingt als Erfolgsfan betrachten muss, nur weil man eine Mannschaft halt gut findet, weil sie gute Leistung aufbringt, was jetzt wohl in den letzten Jahren bei Bayern jetzt ja nicht so ist. Also gute Leistung bringen sie schon, aber leider halt nicht so die ganzen Titel, die man da schon erwartet als Bayern-Trainer oder Manager von Bayern. Ja.
Also ich bin ja auch so ein bisschen Bayern. Da fällt mir was ganz Wichtiges ein. Ich könnte hier drin, was ja nicht richtig drin ist, mal Fackeln anbringen, weil sonst... Aber ich glaube, hier kann eigentlich gar nichts spawnen. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich fange mir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich bin nämlich gerade abgelenkt, weil ich erst dachte, ich höre das Knurren von Zombies. Und ich habe jetzt dabei gerade wieder vergessen, was ich sagen wollte eigentlich. Oh ja, das ist ja wunderbar. Das geht direkt in der Mitte. Das kann man aber hier nicht sagen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, muss ich das erstmal so machen? Was ich sagen wollte, ich bin ja auch so ein bisschen Bayern-Sympathisant. Aber das ist eigentlich schon seit... seit wann eigentlich? Das müsste seit... irgendwann in der Grundschule gewesen sein. In der Grundschule, also so in etwa 1900. Das ist schon mal 1900. Lass mich nachdenken. 1993, 94 oder so gewesen sein. Wenn ich mich recht erinnere. Ja, davor... Also ich kannte mich halt auch nicht wirklich so, nicht besonders so mit Fußball aus. Ich fand die halt einfach gut irgendwie, weil mein Bruder die auch gut fand. Und ja, das ist halt irgendwie so manchmal, ne? Manchmal nimmt man einfach so das an, was man auch von dem großen Bruder sozusagen dann hört und sieht. Und ja, da fand ich die einfach gut. Davor erinnere ich mich noch, da haben wir Fußballmanager Professional gespielt. Das war der allererste Fußballmanager, den ich so gespielt habe. Das war richtig, richtig hässlich. Turbo-Gumble-Grafik noch für den C64 oder so. Und da habe ich, weil mein Bruder Bayern München genommen hat, Eintracht Frankfurt genommen. Ich glaube, da waren die zu dem Zeitpunkt auch in der... Oh, Zelda. Auch in der ersten Liga, Eintracht Frankfurt. Und ja, mir gefiel das schwarz-weiße Logo so cool. Dann habe ich gesagt, oh, nehme ich die Eintracht Frankfurt. Und deswegen fand ich die halt einfach toll. Ja. So war das damals. So, bald haben wir hoffentlich auch hier genügend Cobbles. Nacht ist es ja. Ich habe mir überlegt, irgendwie so eine Art Monster-Spawn-Fläche zu machen. Aber ein bisschen weiter oben. Damit ich... Ja, die Monster sozusagen dazu bringe, da oben zu sein und dann runter zu springen. Dass sie dann mit einem halben Herz... runterkommen. Also sie fallen runter und sterben dann fast. Dass ich nur noch einmal zuschlagen muss. Und das müsste bei einer Höhe von 23 Blöcken sein. Wenn ich das richtig noch weiß. Das müsste ich aber nochmal nachschauen. Das werde ich aber dann irgendwo hier in der Gegend machen. Vielleicht direkt hinter der Baumfarm oder auf der anderen Seite. Hinter unserem halbfertigen Haus. Wo wir dabei sind, halbfertiges Haus. Ich habe hier nochmal die Liste ausgedruckt mit den Challenges und die sind ja die folgenden. Also ich habe schon gemacht, Build a Cobblestone Generator, das haben wir. Build a House, das sage ich mal, ist jetzt fast erfüllt. Also ich habe schon mal einen Haken hinter gemacht. Expand the Island, also erweitere die Insel. Ja, das haben wir auch gemacht. Wir haben die größer gemacht. Wir haben sogar das ganze, ganze Zeug abgebaut. Mach eine Melonenfarm, das haben wir noch nicht. Melonen gibt es dann auf der Sandinsel, meine ich in der Kiste. Pumpkins Farm und auch eine Reed oder Sugar Crane Farm. Was ich aber noch mir überlegen muss, wie ich zu der Insel, der Sandinsel komme. Ich glaube, ich muss erstmal drunter ein paar Steine setzen, weil sonst, wenn ich da einen Block abbaue, fallen alle Blöcke runter. Dann habe ich alles verloren und wäre diese ganzen ersten Folgen hier total für den Popis. Und das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie ich das mache. Wahrscheinlich wieder hier mit diesen Umranden, so wie vorher auch. Ja, mal sehen. So, wie viel haben wir schon? 3 Stacks, Mensch. Was habe ich noch hier auf der Dings lesen? Make a small lake. Das ja, können wir irgendwann machen. Craft a furnace, das haben wir. Ein Furnace haben wir schon gebaut. Das ist sehr gut. Oh. Das ist eigentlich nicht so wichtig, ne?
Danke. So. Gleich explodiert hier auch unsere Dings. Ja, auf jeden Fall könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu meint. Was glaubt ihr am 12.8., wenn ich das richtig gelesen habe, ist ja der Supercup-Finale. Was glaubt ihr, wer da gewinnt? Wird Dortmund wieder sich verteidigen können? Oder können Dortmund sozusagen die Siegesserie gegen Bayern fortsetzen? Müssen jetzt zwei Saisons durchgehend Siege sein von Bayern? Oh, ich kriege gerade eine SMS. Falls ihr es gehört habt, ich weiß es ja nicht. Ja, wäre auf jeden Fall interessant zu wissen, was ihr dazu glaubt. Und allgemein würde ich es natürlich schon cool finden, wenn ihr euch immer schön viel beteiligen würdet, weil das macht das Let's Play einerseits interessanter. Ui, noch einer dahinter. Weil ich dann so ein bisschen das Gefühl habe, ihr schaut das gerne, ihr hört mir auch gerne zu und so weiter. Und ich nehme noch mal einen Kohle hier mit. Und baue dann noch, produziere ein bisschen mehr Kohle. Und ihr könnt mir natürlich immer gerne ein paar Vorschläge geben, worüber ich reden soll. Ich schätze mal, mehr als 7 kriegen wir da nicht raus. Wie auch immer. Ja, gerne worüber ich hier sozusagen reden soll. Das war ja von Mats, glaube ich, dass er da einen Vorschlag gemacht hatte, dass ich hier über die Bundesliga, über Transfers, wer sozusagen jetzt bald, was war seine Aussage, wer jetzt bald international spielt. Das habe ich noch gar nicht so richtig nachgeprüft oder nachgeguckt. Sollte ich aber vielleicht auch nochmal machen. Ich hatte jetzt erstmal auf der Seite bundesliga.de gesehen, dass Supercup-Finale zwischen Bayern und Dortmund ist. Und ja, da bin ich mir echt gespannt. Oder hat Bayern das... Also irgendwie macht das doch gar keinen Sinn. Also es ist doch zwischen dem Meister und dem Pokalsieger. Ja, also... Pokalsieger 2012. Borussia Dortmund müsste der Pokalsieger sein, ne? Pokalderby gegen FC Bayern in Regensburg. Nee, ich weiß es nicht. Irgendwie ist das doch komisch, weil... Also wenn man das Double geholt hat, dann hätte man ja eigentlich keinen Gegner. Also muss das ja der gegen den Vize dann gehen, oder wie ist das? Wisst ihr das? Also ich habe das nicht so, ich habe nicht so ganz gerade die Checkung, den Plan. Vielleicht könnt ihr mir das sagen. Das, hier sehen wir es nochmal, das Finale in Bildern. Dortmund hat den Pokal gewonnen, ja doch. Das erste Double für Borussia Dortmund, deutscher Meister und Pokalsieger 2012 nach Bundespräsident Joachim Gauck. Achso, auch der Bundespräsident hat sich gefreut. Nacht. Ist ja schön. Also wird es dann wohl so sein, dass es dann gegen den Vize dann geht, scheinbar. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, vielleicht könnt ihr es ja einfach mal erwähnen in einem Kommentar. Und wie ich das auch schon erwähnt habe, gerne noch ein paar Anregungen, was hier, über was ich gerne reden soll. Ich habe ja schon ein bisschen so einen Schnack aus der Jugend gehabt mit den Erfolgsfans, Otaldo. Ja. Ja, von was seid ihr, von welcher Mannschaft seid ihr denn eigentlich Fans? Das wäre auch nochmal interessant zu wissen. Also es gibt bestimmt einige Bayern-Fans hier, die natürlich auch gleich als Erfolgsfans abgeschoben werden. Bestimmt auch Dortmund-Fans oder was auch immer. Oder halt, was war das letztens? Ich bin Club-Fan oder so? Ich weiß das nicht mehr, was er da geschrieben hat. Fand ich auf jeden Fall sehr witzig. Damit konnte ich leider nicht viel anfangen, weil ihr ja wisst, ich habe ja keine Ahnung vom Fußball, aber wahrscheinlich wisst ihr ja selbst, was der damit gemeint hat. Ja, das ist auf jeden Fall eine super spannende Folge, ne? Hier die ganze Zeit Cobbles abzubauen und mir zuzuhören, wie ich hier über lustige Sachen rede. So, ich würde die letzten Minuten gerne nochmal dazu verwenden, das hier bisschen auszubauen. Damit wir eine glatte Fläche haben. So. Und dann muss ich gleich eh wieder ein Loch reinschlagen. So. Weil wir ja ein Fenster bestimmt in eine Richtung haben wollen. Und ich möchte hier gerne noch eine dritte Höhe machen. Oh. Oh, die Folge ist auch schon gleich wieder zu Ende. Damit beende ich also diese Folge mit dem Bauen der dritten Etage. Und eventuell werde ich dann das Dach
ein bisschen mit Holz machen, weil wir es ja haben, ne? Ihr habt ja gesehen, wir haben ja hier die fetten Bäume. Die werde ich dann gleich schlachten und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüssi.